Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute gucken wir uns einmal an, was überhaupt die postkonventionelle Ebene nach Lawrence Kohlbergs Stufenmodell der Moralentwicklung ist. Dabei wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß. Zuvor der kleine Hinweis, wir haben zwei Videos hier zusammengeschnitten, das heißt Stufe 5 und Stufe 6 sind bei uns separate Videos. Falls euch die einzelnen interessiert, könnt ihr gerne einfach in die Playlist gucken oder auch einfach die Timestamps usen. Dabei wünschen wir euch jetzt viel Spaß und los geht's. Wir fragen uns ja heute, welches Moralverständnis ist überhaupt vorhanden. Letztendlich fragt man sich dementsprechend natürlich, wie diese fünfte Stufe überhaupt eine relevante Rolle in dem Stufenmodell einnimmt. Und grundsätzlich ist es so, dass dies ja den Übergang von der konventionellen Ebene in die postkonventionelle Ebene markiert und dementsprechend natürlich deshalb allein schon eine Relevanz hat. Außerdem ist es so, dass hier die Loslösung von statischen Gesetzen und Relativierung dieser sozusagen stattfindet. Das heißt, ganz wichtig ist, zuvor hatten wir ja immer, dass eine Existenz von Gesetzen nicht hinterfragt wurde und diese Gesetze praktisch als statisch angesehen wurden. Nun ist es tatsächlich so, dass man diese Ansicht relativiert und grundsätzlich davon ausgeht, dass man sich von diesen statischen Gesetzen loslösen kann. Das bedeutet insbesondere, dass entsprechende statische Gesetze nicht mehr statisch sind, sondern flexibel erscheinen, weil man jetzt nämlich postkonventionell agieren kann, nämlich losgelöst von diesen Gesetzen und sich eigene übergeordnete Prinzipien bzw. verschiedene übergeordnete Prinzipien, die vorhanden sind, einbinden kann. Ganz wichtig ist also, dass statische Gesetze jetzt nicht mehr vor dem Hintergrund einer entsprechenden Erwartung oder aber auch entsprechenden Bedürfnissen bewertet werden. Nein, hier geht es jetzt tatsächlich darum, dass man eine Einbindung von entsprechend übergeordneten Prinzipien stattfinden lässt, die dann dazu führen, dass eine Loslösung von diesen statischen Gesetzen erfolgt. Diese Prinzipien führen dabei zu einer gerechteren Gesellschaft, beziehungsweise diese Prinzipien, die angewendet werden sollen, führen und sollen zu einer gerechteren Gesellschaft führen, beitragen und dementsprechend sind diese maßgeblich dazu, dass man in der fünften Stufe agiert. Und dementsprechend ist es auch ganz wichtig hervorzuheben, dass die fünfte Stufe nur dann erreicht wird, wenn statische Gesetze nicht mehr weiter existieren, nur weil sie eine bestimmte Existenz innerhalb einer Gesellschaft haben. Nein, sie existieren jetzt, weil man mit Hilfe von übergeordneten Prinzipien festgestellt hat, dass diese zu einer gerechteren Gesellschaft führen. Und dementsprechend befolgt man sie dann. Das heißt, moralisches Urteilen basiert nur noch auf diesen übergeordneten Prinzipien und da das übergeordnete Ziel gerechtere Gesellschaft. Und dementsprechend ist ja auch das Zusammenleben, die Integration in einer Gesellschaft hier das Ziel. Und so ist es auch kaum verwunderlich, dass man das dann einbindet. Des Weiteren gibt es hier das Ziel von gesellschaftlicher Nützlichkeit bzw. den Schutz von individuellen Rechten. Grundsätzlich ist ja der Name dieser Phase die Sozialverträglichkeit bzw. der Stufe die Sozialverträglichkeit und dementsprechend auch diese gesellschaftliche Nützlichkeit so zu deuten, dass man versucht, dass alle Teilnehmer einer Gesellschaft hier integriert werden beziehungsweise einen gesellschaftlichen Nutzen davon ziehen und entsprechend haben wir auch den Schutz von individuellen Rechten, der hier erstmals elementar herausgestellt wird und dementsprechend ist es auch kaum verwunderlich, dass individuelle Rechte hier jetzt eine erneut große Rolle spielen beziehungsweise eine enorm viel wichtigere Rolle spielen. Letztendlich müssen diese Rechte dann sozialverträglich verteidigt werden mit den entsprechenden übergeordneten Prinzipien. Kommen wir dann zu der Frage, wie findet diese Entwicklung überhaupt statt? Naja, diese Entwicklung findet letztendlich dann statt, wenn eine Ausprägung des Verständnisses mit gesellschaftlichen Aufgaben einhergeht. Wir müssen hier grundsätzlich festhalten, das was wir als dritten Punkt festgehalten haben, nur ca. 25% erreichen diese Stufe überhaupt laut Kohlberg. Das heißt, in einer modernen Gesellschaft ist es so, dass ein Großteil der Menschen in der vierten Stufe, also Gesetz und Ordnung des Stufenmodells, praktisch verbleibt und dann erst später, also nach dieser vierten Stufe, dann 25% sozusagen auch die fünfte Stufe erreichen. Das heißt, dass wir hier dann natürlich eine Stufe haben, die weitaus exklusiver ist als die vorherigen Stufen, die praktisch von jedem durchlaufen werden können. Dabei ist es dann ganz relevant, laut
Kohlberg, welche gesellschaftlichen Aufgaben man hat, inwiefern überhaupt übergeordnete Prinzipien für einen selbst eine Relevanz im Alltag haben, damit man diese Anwendung dieser moralischen Urteilsprinzipien überhaupt erst ermöglichen kann. Das heißt, Kohlberg geht davon aus, dass nur ca. 25% diese Stufe erreichen, weil auch nur ca. 25% diese Aufgabe gesellschaftlich gesehen überhaupt haben, die Ausprägung des Verständnisses überhaupt notwendig ist und dementsprechend dann auch ganz elementar sozusagen genutzt wird. Das heißt, das basiert letztendlich auf gesellschaftlichen Prinzipien, auf gesellschaftlichen Ordnungen, nachdem dann erst dieses gesellschaftliche Verständnis, das Moralverständnis ausgeprägt wird. Das basiert also auf nichts anderem als einer optimalen Integration in der Gesellschaft. Dabei ist die Bildung enorm relevant für diese Form des Urteilens. Man hat hier praktisch eine Korrelation festgestellt zwischen gesellschaftlichen Aufgaben, Bildung und dem entsprechenden Level, auf dem man oder der entsprechenden Stufe, auf der man urteilt. Häufig ist es hier so, dass moralisches Urteil natürlich damit zusammenhängt, inwiefern eine gewisse Bildung vorhanden ist. Ganz wichtig ist aber zu erwähnen, Bildung heißt nicht unbedingt, dass man auf diesem Niveau sozusagen arbeitet bzw. auf diesem Niveau urteilt. Nein, das heißt es auf gar keinen Fall. Bildung heißt in diesem Fall nur, dass entsprechend die Form des Urteils wahrscheinlicher wird und dass entsprechende gesellschaftliche Aufgaben auch wahrscheinlicher werden, was dann wiederum zu einer Ausprägung des Verständnisses führen kann. Und wir fragen uns heute ja zuerst einmal, welches Moralverständnis ist überhaupt in der sechsten Phase des moralischen Urteils nach Lawrence Kohlberg vorhanden? Und dabei muss man sich natürlich erstmal überlegen, was ist überhaupt in den Stufen zuvor passiert. Letztendlich haben wir uns ja von einer anfänglichen Stufe, in der ja praktisch noch die Möglichkeit bestand, relativ unselbstständig zu agieren. Das heißt, man hat kaum über die gedachten Taten nachgedacht. Und natürlich, ganz wichtig, es wurden gewisse Gesetze, Regeln als bekannt hingenommen, als statisch hingenommen. Und dann hat nach und nach immer mehr Selbstständigkeit sozusagen stattgefunden, bis wir dann tatsächlich in der fünften Phase in die postkonventionelle Ebene gekommen sind, in der fünften Stufe. Und dort haben wir dann ja erstmalig übergeordnete Prinzipien angewendet, die dazu führen, zu einer gerechteren Gesellschaft beizutragen. Und so ist es jetzt auch in der sechsten Stufe, die logischerweise auch Teil der postkonventionellen Ebene ist. Und diese postkonventionelle Ebene soll ermöglichen, dass man nun nicht mehr nur noch übergeordnete Prinzipien anwendet, die einfach bekannt sind, sondern dass man selbst Prinzipien festlegt, selbst gewählte Prinzipien einsetzt, um ein entsprechendes Urteil treffen zu können. Das ist natürlich relativ interessant, weil hier natürlich die Möglichkeit erstmals besteht, eigene Prinzipien festzuhalten, die dann auch die Möglichkeit haben, ein eigenes Urteil zu wählen. Das heißt, man löst sich praktisch von allem, was bis dahin bekannt war, von allen statischen Modellen, sowie aber auch von allen Regeln, die in diesem Zuge bekannt sind, und versucht dann erstmalig eigene Prinzipien zu wählen, selbst gewählte Prinzipien einzusetzen, um entsprechend dann ein moralisches Urteil treffen zu können. Interessant ist das, weil wir nun erstmalig komplett eigenständig agieren und sozusagen komplett losgelöst von der Gesellschaft agieren. Grundsätzlich ist aber weiterhin natürlich das Ziel, dass man eine gerechte Gesellschaft schafft. Letztendlich ist es dabei so, dass gesellschaftliche Übereinkünfte dann überfolgt werden, wenn diese den eigenen Prinzipien entsprechen. Das heißt, wir haben praktisch eine Umordnung. Wir sind komplett selbstständig nun und gesellschaftliche Übereinkünfte werden mit den eigenen Prinzipien überprüft, und wenn diese dann mit den tatsächlich selbstgewählten Prinzipien übereinstimmen und gemäß dieser Prinzipien sind, dann besteht tatsächlich auch die Möglichkeit, oder dann befolgt man tatsächlich auch diese entsprechenden gesellschaftlichen Übereinkünfte. Aber nur dann, wenn also die eigenen selbstgewählten Prinzipien dem Moralverständnis entsprechen und diese gesellschaftlichen Übereinkünfte dann auch dort einzuordnen sind. Ganz wichtig ist dabei, dass ein Anspruch auf universale ethische Prinzipien besteht. Was heißt das jetzt konkret? Naja, letztendlich ist es so, dass hier der Anspruch besteht, dass eigene Prinzipien, diese selbstgewählten Prinzipien, einen universal ethischen Anspruch haben. Letztendlich heißt es nichts anderes, als dass gewisse Prinzipien einer gewissen Ethik folgen, eine gewisse Universalität haben. Das heißt in diesem Fall also, dass man einer gewissen universalen ethischen Logik folgt und dass diese auch überall einsetzbar sind und
entsprechend diesen gerechten gesellschaftlichen Ansatz verfolgen. Wichtig ist außerdem zu erwähnen, wir hatten gerade schon mal dargestellt, wie sozusagen dieser Wandel des Moralverständnisses stattgefunden hat, dass man eine Reversibilität der Stufen hat. Was heißt das jetzt letztendlich? Letztendlich ist es so, dass wenn man sich auf der sechsten Stufe, also der höchsten Stufe in Lawrence Kohlbergs Modell befindet, dass man trotzdem die Möglichkeit hat, auf den Stufen darunter zu agieren. Das heißt letztendlich, dass man auch die Möglichkeit hat, reversibel andere Stufen heranzuziehen bzw. zu nutzen, um dann auch wieder auf diesen Stufen sozusagen zu agieren. Das heißt, nur weil man die Möglichkeit hat, universal ethische Prinzipien anzuwenden, heißt es nicht letztendlich, dass ihr das auch machen müsst. Es ist letztendlich die Möglichkeit, dass man diese Stufen hat, aber man kann sich natürlich auch bewusst auf untere Stufen herabbegeben in diesem Fall, was dann ermöglicht, dass man entsprechend eine gewisse Reversibilität dieser Stufen nutzen kann, um dann auch mit anderen Menschen besser zu kommunizieren und auch schneller Entscheidungen zu treffen. Denn dieser Aufwand hier in der sechsten Stufe ist natürlich schon relativ groß. Das muss natürlich hier an dieser Stelle erwähnt werden. Kommen wir nun zu der Frage, wie findet die Entwicklung statt? Naja, letztendlich ist es so, dass die Entwicklung natürlich daraus entwächst, dass man auch eine gesellschaftlich wichtige Rolle übernimmt. Man hat letztendlich hier da den Fall, dass das natürlich eine der höchsten Stufen ist, die extrem selten vorkommt. Und dementsprechend ist diese Stufe oder diese ethischen, universalethischen Prinzipien natürlich auch nur in einem gewissen Rahmen notwendig erscheinen. Das heißt, bestimmte Personen, bestimmte Persönlichkeiten benötigen diese tatsächlich gar nicht. Das heißt, ein Großteil der Menschen hat nicht die Notwendigkeit, universalethische Prinzipien in seinem eigenen Lebensalltag anzuwenden. Das entwächst schon alleine aus der Bedingung, dass Menschen nicht immer zwangsweise ein universalethisches Prinzip anwenden müssen, weil ihre Auswirkungen nur in einem sehr begrenzten Radius innerhalb der Gesellschaft tatsächlich sind und dementsprechend dann auch nur in diesem Radius moralisch erscheinen müssen. Wenn man aber jetzt eine gesellschaftlich wichtige Rolle annimmt, dann ist es tatsächlich so, dass daraus natürlich auch entwächst, dass man eine gewisse Verantwortung für die Gesellschaft bekommt und dementsprechend sein eigenes Verhalten auch universell anpassen muss, ein universal ethisches Prinzip sozusagen hier einbringen muss. Dafür muss man natürlich ganz klar erwähnen, ein extremer Korrelationsfaktor ist hier die Bildung. Das heißt, diese Bildung ist enorm relevant für die Form des Urteilens, auf der man sich bewegt. Insbesondere hier in der sechsten Stufe ist es natürlich so, dass gesellschaftlich wichtige Rollen typischerweise von Menschen übernommen werden, die eine enorme Bildung vorweisen können. Wenn das nicht der Fall ist, muss das natürlich nicht so sein. Das heißt, Bildung muss nicht unbedingt damit zusammenhängen, ist aber in vielen Fällen tatsächlich der Ausgangspunkt, um überhaupt auf diese sechste Stufe nach Kohlberg zu kommen. Außerdem ist ganz wichtig, ihr dürft nicht denken, dass diese Stufe von einem Großteil der Menschen erreicht wird. Grundsätzlich gilt ja in die postkonventionelle Ebene kommen nur 25% der Menschheit. Und dann ist es tatsächlich nach Kohlberg nochmal so, dass nur ganz wenige dann tatsächlich die sechste Stufe erreichen. Na, er hat hier als Beispiel einmal Gandhi genannt, beziehungsweise so das gängige Beispiel, was man hier anwendet, und daran sieht man schon, auf welcher moralischen Ebene man sich befinden muss, auf welcher ethischen, bedeutsamen Ebene man sich befinden muss, um entsprechend in der sechsten Stufe eingeordnet zu werden, dass man eigene universelle ethische Prinzipien beschließen kann. Das ist wirklich tatsächlich sehr selten und dementsprechend ist hier die Wahrscheinlichkeit, dass man in dieser Stufe ist, sehr gering. Und das muss natürlich immer betont werden, wenn wir uns angucken, inwiefern die sechste Stufe eine gewisse Relevanz hat. Heißt aber nicht, dass sie gar nicht vorkommen kann in unserem täglichen Umfeld. Es ist nur sehr schwierig, tatsächlich zu determinieren, wer in dieser sechsten Stufe sich befindet oder tatsächlich eher universelle Prinzipien von anderen Menschen anwendet und dementsprechend in der fünften Stufe sich befindet.